bei dem Schwaben selbstverständlich gescheit wird es sicher sowieso. Liebe Freundinnen und Freunde des Hauses der Geschichte, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, Sie bei einer, selbst für das Haus der Geschichte Baden-Württemberg, außergewöhnlichen Ausstellungseröffnung begrüßen zu dürfen. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 2. Dezember 2010, haben die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus bei starkem Schneefall und heftiger Kälte ein außergewöhnliches Objekt gebaut, nämlich den ursprünglichen Bauzaun vor dem abgerissenen Nordflügel des Stuttgarter Bahnhofes. So einfach, wie sich das heute anhört, war diese Bergung damals nicht. Da es sich um eine Baumaßnahme handelte und während der damals laufenden Schlichtung der Friedenspflicht herrschte, mussten Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 der Sicherung des Bauzaunes im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zustimmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist das sozusagen, was dinglich bei der Schlichtung herauskam. Es haben nämlich meines Wissens war das der einzige Punkt, wo Projektbefürworter und Projektgegner uneingeschränkt zugestimmt haben, ohne Zögern. An der Pressekonferenz zum Abbau des Bauzaunes nahm dann, was ich sehr, sehr positiv fand, für die Projektgegner die damalige Sprecherin und Vorsitzende des BUD, Frau Brigitte Dahlbender, und für die Projektbefürworter der damalige Sprecher und frühere Regierungspräsident von Stuttgart, Dr. Andriow, den ich heute auch Abend auch ganz herzlich unter uns begrüße, nein. Normalerweise sind Sie es nur bei spektakulären Ausgrabungsfunden gewohnt, dass diese einer gespannten Öffentlichkeit so kurz nach ihrer Ankunft im Museum präsentiert werden. Nun handelt es sich beim Bauzaun um kein unbekanntes Objekt, das nun erstmals einer staunenden Öffentlichkeit präsentiert wird. Vermutlich gab es im Herbst 2010 Deutschland und europaweit, vielleicht sogar weltweit, kein häufiger fotografiertes und gefilmtes Objekt als diesen Zaun. Der Zaun steht einerseits für den Baubeginn am Bahnhof, oder wenn man so will, für den Abriss, und andererseits für den kreativen Protest dagegen. Er zeigt, wie kein anderes Objekt, beide Seiten dieser Auseinandersetzung. Vor einem Jahr gab es noch keine Landtagswahl, keinen Regierungswechsel und keine Volksabstimmung. Trotzdem war nicht nur uns klar, dass dieser Zaun für mehr steht als für ein umstrittenes Bauprojekt, wie es so viele in dieser Republik gab, gibt und noch geben wird. Der Zaun war und ist ein Symbol für die Sprachlosigkeit zwischen Regierenden und Regierten, gerade hier in Stuttgart. Er war ein Ventil für Zorn, Wut, Trauer, Frust und Angst. Nicht, dass Schwaben protestieren oder gegen ihre Obrigkeit demonstrieren, ist so außergewöhnlich in der Geschichte. Ich erspare Ihnen jetzt den Exkurs, um das noch auszuführen. Völlig neu war vielmehr die lange herrschende Sprachlosigkeit zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Projektbefürwortern und Projektgegnern. Aus diesem Grund und weil der Winter nahte und damit die Zerstörung dieses Bauzauns, musste er vor einem Jahr gerettet werden, andernfalls wäre er zwei, drei Monate später eigentlich kaputt gewesen. Deshalb ist es aber auch wichtig, ihn nicht ins Depot zu verbringen, also wieder sprachlos zu machen, sondern ihn zunächst in seiner Gänze der Öffentlichkeit zu präsentieren, ihr Gelegenheit zu geben, sich mit den über 2500 Objekten durchaus auch kritisch auseinanderzusetzen. Der Bauzaun und seine Objekte ist ein Produkt vieler engagierter Menschen, die wir bei weitem nicht alle kennen. Er stand auf öffentlichem Raum und wird jetzt hier im Haus der Geschichte Baden-Württemberg, also hier ist es nicht ganz richtig, in einem öffentlichen Gebäude gezeigt. Er war am Bahnhof frei zugänglich und deshalb soll er auch im Haus der Geschichte Baden-Württemberg frei zugänglich sein. Diese Ausstellung kostet deshalb keinen Eintritt. Jede und jeder soll die Möglichkeit haben, ins Haus zu kommen, so oft er will und solange er jeweils Zeit hat. Wenn es dabei zu kontroversen Debatten kommt,
auch die jeweils andere Meinung angehört und ernst genommen wird, würden wir uns besonders freuen. Sprachlosigkeit und absolute Gewissheiten sind auf Dauer für eine Demokratie tödlich. Wenn der Bauzaun und ein klein wenig auch unsere Ausstellung diese Sprachlosigkeit überwinden helfen und anstelle von absoluten Gewissheiten ergebnisoffene Gespräche eine Kultur des Zuhörens fördern, haben wir alle an unserer Demokratie von diesen Protesten und von diesem Bauzaun profitiert. Der Bauzaun hat auch im Haus der Geschichte unter den Kolleginnen und Kollegen mehr Emotionen ausgelöst als viele andere Objekte und Ausstellungen von den Teilnahmen an den Montagsdemos, wollen wir uns mal gar nicht reden. Nur so war es möglich, in dieser kurzen Zeit eine solche Ausstellung mit der Erfassung aller mehr als 2500 Objekten am Zaun zu konzipieren und zu realisieren. Sehr viel Herzblut, natürlich auch Verstand, hat unsere Ausstellungsleiterin Paula Rüttenlinger in dieses Projekt investiert. Diese außergewöhnliche Herausforderung hat sie auf besondere Weise gefordert und gereizt. Sie werden das, wie ich finde, überzeugende Ergebnisse nachher sehen können. Die gestalterische Umsetzung lag in den bewährten Händen von Hans-Dieter Schaal. Bewährt heißt, dass Hans-Dieter Schaal auch dieses Mal wieder die richtigen Bilder zu diesem, wenn Sie sich mal überlegen, ausstellungsmäßig wirklich schwierigen Thema eingefallen sind. Und es sind immer wieder neue Bilder, die das jeweilige Thema so außerordentlich ernst nehmen. Begleitet werden wir heute Abend musikalisch vom Team der Klangerfinder und Florian Kettler. Sebastian Bartmann. Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht vor 14 Tagen im Haus der Geschichte die eindrucksvolle Klanginstallation von Florian Kettler zur Deportation der jüdischen Württembergerinnen und Württemberger erlebt haben, werden heute musikalisch eine deutlich erfreulichere Seite der Geschichte erleben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Gespräche und viel Freude bei der Ausstellung. Herzlichen Dank. Aufgenommen hätte. Bin aber froh darüber, dass sich das Haus der Geschichte
hatte, dieses geschichtsträchtige Stück in Stuttgart behalten konnte. Eines gibt uns der Bauzahn klar zu verstehen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen gehört werden. Nicht nur jetzt in der Ausstellung, sondern auch schon lange davor. Sie rufen nach einer neuen politischen Kultur, einer Kultur des Dialogs. Wenn man so will, war dieser Bauzahn auch ein Hilferuf der Regierten an die Regierenden. Sie wissen, wir leben in einem Zeitalter der Kommunikation. Wir können uns oft kaum retten von irgendwelchen Mails, SMS und was uns alles im Laufe eines Tages zugeschickt wird. Der Meinungsaustausch über geografische, kulturelle und soziale Grenzen weg ist alltägliche Realität. Es wird telefoniert, gemailt, getwittert, was das Zeug hält. Dass aber Volk und Regierung nur alle 5 Jahre in Kontakt treten und dass man die Abgabe von Stimmzetteln mutet, daher geradezu anachronistisch an. Im 21. Jahrhundert muss es noch andere, spannendere, lebendige Formen des Dialogs zwischen Regierten und Regierenden geben. Ich kann für die neue Landesregierung sagen, wir haben diesen Hilferuf, dieses Signal verstanden. Wir sind angetreten, dieses Land demokratisch zu erneuern. Bisher ungekannte oder selten praktizierte Formen der bürgerlichen Mitsprache sollen dies ermöglichen. Die Volksversammlungen auf dem Stuttgarter Marktplatz und die Volksabstimmung vom 27. November sind hierfür die ersten Beispiele und wir hoffen, dass bald weitere folgen. Eines ist natürlich klar, wer Demokratie will, muss auch schlucken können. Die Volksabstimmung hat gezeigt, man kann noch so gute Argumente haben, werden diese nicht gehört, nicht verstanden oder übertönt, dann zieht man eben den Kürzeren. Damit zurechtzukommen, ist eine demokratische Tugend, eine Tugend, in der sich jetzt nicht nur wir Grüne, sondern auch 41% aller Abstimmungsteilnehmer üben müssen. Auch wenn man daran zweifeln kann, ob das Ergebnis dieser Abstimmung ein Segen für das Land ist, dass die Abstimmung stattgefunden hat, lässt sich als klarer Erfolg. Ein Erfolg, den sich die neue Landesregierung auf die Fahnen schreibt. Die Volksabstimmung war ein Sieg für die Demokratie und ein weiterer Schritt in die Bürgergesellschaft, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann völlig zu Recht formuliert. Die Bürgerinnen und Bürger haben geradezu sehnsüchtig darauf gewartet, ihre Meinung über das Wahlprojekt zu bekunden. Die hohe Wahlbeteiligung beweist es, fast 50% der Wahlberechtigten fanden an jedem Sonntag den Weg zum Stimmlokal. In Stuttgart war die Wahlbeteiligung sogar knapp bei 70%. Dass die Volksabstimmung auch eine befriedigende Wirkung hat, kann man nur hoffen. Allzu viele Illusionen sollte man sich vielleicht darüber nicht machen, wenn im Schlossgarten die Säge kreischen, wenn die Abrissbirne in den Südflügel fährt, werden die Emotionen natürlich noch einmal überbrochen. Ich rufe aber alle Beteiligten auf, sensibel, gewaltfrei und deeskalierend. Ich danke nochmals dem Haus der Geschichte für die Rettung des Bauzauns. Ich danke auch allen, die zustande gekommen und diese Sonderausstellung mitgewirkt haben. Dem Haus der Geschichte, die nun um eine richtig gute Attraktion reicher ist, wünsche ich viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Der Bauzaun ist nun ein Museumsstück. Das bedeutet aber nicht, dass die Gedanken, Wünsche und Meinungen, die an ihm haften, auch ins Museum gehören. Das Gegenteil ist der Fall. Die Forderungen nach demokratischer Teilhabe, nach sorgsamem Umgang mit der Natur, nach Bewahrung des kulturellen Erbes, nach einer ökologischen, bedarfsgerechten Verkehrspolitik und nach Städteplanung mit Augenmaß, diese Forderungen sind nicht museal, sondern zukunftsgewandt. So betrachtet zeigt dieses Haus nicht nur die Geschichte Baden-Württemberg, es gewährt auch einen Einblick und einen Blick in seine Zukunft. Meine Damen und Herren, Zäune sind da, um zu trennen. Normalerweise hoffen wir, dass dieser Zaun eine Ausnahme ist, dass er Befürworter und Gegner in diesem Haus zusammenführt und sie miteinander ins Gespräch bringt. Denn wenn wir schon den Bahnhof vergraben, dann sollten wir doch wenigstens Menschlichkeit und Soziales miteinander holen lassen. Dann
verehrte Damen und Herren, ich würde mich vorher an das gedruckte Programm halten, aber vielleicht war es auch eine Vorahnung, denn nach dieser grandiosen Klangerfindung kann es eigentlich nur noch abwärts gehen. Meine Damen und Herren, als im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ein Museumsboom entstand mit Neubauten von Museen und mit Besucherrekorden, da registrierte nun das zunächst mit Verwunderung. Das Projekt der Moderne, inzwischen umgetauft in Postmoderne, war erst richtig in Fahrt gekommen. Die technische Entwicklung war in ihre hektische Phase eingetreten und gerade da suchten die Leute plötzlich eine Vermittlungsagentur, für die die ruhige Darstellung des Alten charakteristisch war. Aber was sich als Rätsel darstellt, ist auch schon die Lösung. Denn gerade die Beschleunigung hat dazu geführt, dass das Verweilen in der ruhigen Vergangenheit gesucht wurde, ein Stück Nostalgie. Außerdem führte der Fortschritt, der schneller gewordene Fortschritt dazu, dass immer mehr Dinge immer schneller veralterten und dann entweder auf dem Müll landeten oder zum Teil im Museum. In jüngster Zeit hat die Museen sogar eine Art Entmusealisierung erreicht. Sie sind ganz in der Gegenwart angekommen, behandeln aktuelle Probleme und Befindlichkeiten. Das gilt weltweit, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den diffusen Völkerwanderungen gibt es fast überall Participating Projects, also Projekte, an denen die Besucher teilnehmen, an denen die Besucher eigentlich auch die Gestalter sind. Der Bauzaun umfasst alle drei Tendenzen. Es ist sicherlich für viele ein Stück Nostalgie im Blick auf die investierten Emotionen. Es ist eine sehr aktuelle Erinnerung und es ist nicht nur Erinnerung. Der Bauzaun repräsentiert ein Problem, er stellt eine Provokation dar. Denn es ist ja nicht nur die Ikone einer geschlagenen Schlacht, sondern er steht zur Dokumentation einer in ihrer Form und ihrem Ausmaß ungewöhnlichen Auseinandersetzung, an der viele beteiligt waren. Ich komme auf den Bauzaun zurück, aber ich habe hier nicht die Aufgabe, eine Analyse des Zauns vorzutragen. Mein Wink mit dem Zaunpfahl geht in eine andere Richtung. Der Ausgangspunkt ist die Wahrnehmung des Konflikts im weiteren Umkreis, konkret der Sachverhalt, dass der Streit um Stuttgart 21 in der ganzen Republik und sogar darüber hinaus ein großes Staunen erregte. Manche flüchteten sich in Superlative. Xavier Naidoo, der Frontmann der Söhne Mannheims, sprach zum Beispiel von Stuttgart als der Hauptstadt der neuen deutschen Revolution. Andere haben die Vorfälle eher kopfschüttelnd registriert, ausgerechnet Stuttgart, ausgerechnet die Schwaben. Der Hintergrund war, dass das gängige Schwabenbild konträr zu dieser unruhig aufsässigen Aktivierung stand, die monatelang durchgehalten wurde. Schwaben, die galten als ein biederes Völkchen, fleißig, ja, begabt, strebsam, aber rebellisch, widerspenstig, nein. Nun sind solche kollektiven Typisierungen immer unzulänglich. Der Schwabe ist, egal was dann folgt, ordentlich, sparsam, arbeitsam, bigott, neidisch, pünktlich, also Negatives wie Positives. Solche kollektiven Typisierungen sind immer schief, weil schon die vorangestellten Wörter schief sind. Der Schwabe ist, da stimmt gar nichts. Der, weil die Vielfalt heruntergezeichnet auf einen Repräsentanten, dabei kann man doch davon ausgehen, dass zwischen Hartz IV und einem Bankdirektor ein gewisser Unterschied besteht. Und auch die Bestimmung Schwabe macht die Sache eigentlich nicht besser. Nicht nur, weil die Schwäbin damit nicht gleich angesprochen ist, auch abgesehen davon muss man fragen, wer ist eigentlich ein Schwabe?
Manche Leute gehen dann gleich zurück auf die Sueben, aber eben damit geraten sie in Schwierigkeiten, denn dann gehören auch die Schweizer dazu, die badischen Alemannen und die bayerischen Schwaben zu wissen. Heute, und das ist wichtiger, ist das Schwäbische und Schwaben zwar auf Württemberg gemünzt, aber innerhalb von Württemberg im nördlichen Teil leben die Hohenloher, die sich als Franken bezeichnen, und auch die Oberschwaben haben sich zwar mit diesem Ausdruck Oberschwaben durchaus angefreundet, aber sie wollen nicht unbedingt zu den Schwaben insgesamt gerechnet werden. Aber auch das ist, also der Schwabe ist eigentlich schief, denn es fixiert die Dinge, es leugnet ein Stück weit die Geschichte und die aktuellen Einflüsse, es leugnet die ständige Veränderung, der ein solches Bild unterworfen ist. Früher operierte man mit dem Begriff der Stammeskultur. Stamm, das liegt schon im Wort, als unveränderliche Größe, die von einer Wurzel gespeist wird. Aber auch diese Heranziehung des Stammes ist kein Heilmittel. Das Stammesherzogtum Schwaben war es ja gerade, das weit ausgriff und zudem all diese Bereiche in der Schweiz, im Elsass, im Rheinisch-Schwaben und so weiter gehörten. Und rein rassig war die Zusammensetzung der Bevölkerung sicherlich nie. Es hat immer wieder Stöße von Zuwanderung gegeben. Der elsässische, der deutsch-französische Literaturwissenschaftler Robert Minder, hat von einem Stammesdelirium gesprochen. Ein Stammesdelirium, das erst im 19. Jahrhundert richtig ausgebrochen ist und das schon damals fragwürdig war und das jetzt erst recht fragwürdig ist. Rund ein Viertel der Leute in unserem Land sind Ausländer, und wenn man das korrekte Wort Migrationshintergrund wörtlich nimmt, dann gehören ja da auch die Leute aus der Batschka, aus dem Banat, aus Ostpreußen, aus Schlesien, auch aus Thüringen und Sachsen, auch aus Nordrhein-Westfalen und aus Hamburg dazu. Und wenn man so rechnet, dann sind es rund die Hälfte im Land, die mit Migrationshintergrund hier sind. Und in Stuttgart sind es mehr als die Hälfte. Und es ist unter diesem Aspekt eigentlich merkwürdig, dass die Stuttgarter so leicht mit der Bemerkung, wir sind Schwaben, zurechtkommen. Das ist auffallend, etwa im Vergleich zu München. Auch die Münchner identifizieren sich mit Bayern, vor allen Dingen mit dem Bayern, in dem Frankreich und Holland das Sagen haben, nämlich mit Ribéry und Robben. Aber sie bezeichnen sich im Allgemeinen nur eher als Münchner. Die Stuttgarter sind sehr viel eher bereit, sich als Schwaben bezeichnen zu lassen. Das ändert aber nichts an der faktischen Buntheit, an der Unterschiedlichkeit, und das Ergebnis solcher Überlegungen ist, dass kollektive Charakteristiken immer problematisch sind. Wenn man von kollektiven Stammeseigenschaften ausgeht, dann sollte man sich vor Augen halten, wie es sich mit den Individuen verhält. Auch die Individuen leben ja nicht nur aus ihrem Genen heraus, sondern ihr Leben und ihr Charakter wird auch bestimmt durch Zufälle, durch Liebschaften, durch Ehen, durch Freunde, durch konfessionelle Zugehörigkeit, durch berufliche Bedingungen. Und mit großen Volksgruppen ist es nicht anders. Auch sie sind bestimmt durch ihre Geschichte, durch den geschichtlichen Wandel. Das gilt vor allem auch deshalb, weil die Bilder, diese kollektiven Bilder, ja großenteils von außen bestimmt werden. Es sind nicht nur und nicht in erster Linie Selbstbilder. Es ist vielmehr immer ein Wechselspiel zwischen Autostereotypen und Heterostereotypen, also zwischen Selbstbildern und Fremdbildern. Und es ist auch ein Wechselspiel zwischen Klischee und Realität. Wenn die Schwaben einen Stammbaum zeichnen, dann setzen sie meistens beim hohen Mittelalter an, in der Stauferzeit. Das hat gute Gründe, denn das war die heroische Zeit Schwabens. In der Zeit lebten hier die größten Literaten. Hier wurde eine einheitliche Dichtersprache geformt. Die Schwaben wurden gelobt wegen ihrer Treue,
ihrer Freigebigkeit, ihrer Tapferkeit. Sie hatten das Recht zum Vorstreit, das heißt, sie durften im Feld das Heer anführen, was keine Lebensversicherung war, aber eine Ehre. Und diese Schnauferherrschaft war zwar kein Pflichtenstaat, aber er war eine Einheit. Und diese Einheit ist nach dem Inkerstaufer zerfallen in hunderte von kleinen Herrschaften. Das bedeutete einen erheblichen Niedergang. Die alten Ansprüche wurden zwar auch in diesen kleinen Territorien aufrechterhalten, aber sie waren nicht mehr gedeckt und wirkten oft lächerlich. Und so zog gerade der Südwesten den Spott von allen Seiten auf sich. Vor 100 Jahren veröffentlichte ein Historiker ein Buch mit dem Titel »Die Schwaben in der Geschichte des Volkshumors«. Er war ein Masochist. Der Volkshumor kennt bekanntlich kaum feine Ironie, vielmehr den rauen Zugriff. Und die Schwaben werden ganz überwiegend als dumm geschildert, die Schildbürger Streiche werden ihnen angedichtet, also etwa die Tatsache, dass sich der Flurschieß durch vier Männer übers Feld tragen lässt, um das Korn nicht zu beschädigen, oder die Geschichte von den sieben Schwaben. Die Schwaben galten als das Eldorado der Buben. Schwaben sind Buben, Schwaben sind Schwätzer. Und vor allen Dingen wurde immer wieder die Armut hervorgehoben. Schwabenland ist ein Gutland, hieß es. Ein Gutland, es wachsen viel Schlehen darin. Es war die Ausnahme, wenn gesagt wurde, dass das dürre Land der Schwaben und der Wasserkrug eben diese Schwaben so führend, klug und anschlägig in allen Kriegen machte. Das ist die Argumentationsfigur, die später in der Verteidigung der Schwaben eine große Rolle spielt. Wir sind arm, aber wir machen das Beste daraus. Wir sind fleißig, zuverlässig, sparsam. Wichtig ist aber, dass es sich dabei um Verteidigung handelt. Wenn sich Schwaben zu Wort melden in dieser Auseinandersetzung, dann eigentlich immer aus der Defensive. Das gilt auch noch für Schiller, der in seinem Gedicht über Graf Eberhard unter anderem sagt, ihr da draußen in der Welt, die Nasen eingespannt, auch manchen Mann, auch manchen Held, im Frieden gut und stark im Feld, gebar das Schwabenland. Ende des 18. Jahrhunderts gab es einen literarischen Stellungskrieg innerhalb Deutschlands. Der Norden war damals stark konsolidiert. Hier gab es große Staaten, Brandenburg, aus denen Preußen hervorging, und Sachsen vor allen Dingen. Hier war die wirtschaftliche Blüte zu Hause, dort war auch das kulturelle Übergewicht. Der Protestantismus arbeitete der Aufklärung zu. Eine deutsche Sprache, eine gemeindeutsche Sprache wurde entwickelt. Die Künste hatten dort ihre Heimat und Geschmacksformen wurden vereinbart. Das galt in erster Linie für Sachsen, Sachsen das Land der Klassik. Die Schwaben übten sich demgegenüber in Bescheidenheit. Sie pochten darauf, dass ihr Land und ihre Leute gleichwertig sind, aber sie pochen auf andere Werte. Schumann sagte, die Schwaben seien unfasoniert und seien damit gewissermaßen deutscher als die im Norden. Das wandte sich gegen die französische Feinheit, die französische Eleganz, die vor allen Dingen im Norden übernommen wurde. Von Schumann gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen, auch von Gedichten, in denen er gerade diese Stellungnahme durchzieht. Es gibt etwa ein Gedicht über das Schwabenmädchen, das vergleicht er mit den Mädchen aus Sachsen. Die können Bücher lesen, heißt es, den Wieland und den Kleinen, und ihr Gezier und Wesen ist süß wie Honigseim. Der Spott, mit dem sie stechen, ist scharf wie Nadelspitz. Der Witz, mit dem sie sprechen, ist nur Romanenwitz. Mir, dem Schwabenmädchen, fehlt zwar diese Gabe, fein bin ich nicht und schlau, doch kriegt ein braver Schwabe an mir eine brave Frau. Das ist nicht gut in Englisch.
wichtige Station in der Emanzipationsgeschichte. Das gehört zu dieser Auseinandersetzung. Schubert hat auch ein Gedicht geschrieben, Deutscher Provinzialwert, in dem er die ganzen deutschen Schläge, die ganzen deutschen verschiedenen Volksgruppen durchregelt. Und dann am Ende heißt es, doch übertrifft sie alle weit der guten Schwaben Herzlichkeit. Das ist übrigens ein Argumentationsstil, den man vielleicht auch finden könnte bei dem berühmten Slogan, wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist ganz hübsch ironisch formuliert, aber auch dieser Spruch kommt, wenn ich es richtig sehe, aus der Defensive. Der Tenor ist immer, auch wir, also tun, habt euch mal nicht zu, auch wir können etwas. Und das ist ein ganzes Stück weggefahren vom bayerischen Wir, sagen wir, das nicht nach den anderen fragt. Wahrscheinlich könnte man darüber streiten. Unumstritten, belegbar ist dagegen, dass auch die Schwabenoffensive im 19. Jahrhundert teilweise eine Abwehrschlacht war. Der Begriff Schwaben war inzwischen fast ausschließlich auf Württemberg übergegangen. Die Badener hatten sich davon gelöst und heute ist es nicht ratsam, einen Badener als Schwaben zu bezeichnen. Denn Schwabe ist dort mitunter ein Schimpfwort, vor allen Dingen, wenn der VfB dort spielt. Die schwäbischen Dichter im 19. Jahrhundert rühmen die glorreiche Vergangenheit des neu entstandenen Königreichs. Hier entsteht die heimliche Landeshymne von Justinus Kerner, Reisen mit viel schönem Leben. Und Uhland schildert die Vergangenheit des königlichen Geschlechts so realistisch, dass ein Frankfurter Ironiker Bernstein vorgeschlagen hat, in Zukunft von Ludwig Uhland zu sprechen. Im Norden Deutschlands machte man sich über diese Versuche lustig und attackierte die niederen Schwaben und vor allen Dingen ihren Moralismus. Heinrich Laube sagte, es gäbe nichts Keuscheres als die schwäbischen Dichter, und Heinrich Heine setzte sich in seinem Schwabenspiegel eindringlich und ausgiebig mit den schwäbischen Poeten auseinander. Und in seinem epischen Gedicht Atatoll schilderte er einen Schwabendichter, der in die Fänge einer jungen Hexe gerät und der Todesängste ausschlägt, weil er denkt, diese Hexe könnte ihn etwa verführen. Die Schwaben setzen sich zur Wehr. Einer der Wortführer war Gustav Schwab. Bei ihm klingt das dann so: Kommt her, dir mit feinen Witzen, mit Nadelspitzen euch gewehrt. Die Schwaben, die im Winkel sitzen, erwarten euch am frommen Herd. Oder eine alte Strophe: Mag der Fremde lüstern spähen, schweigend eingehüllt in Zucht, wird die deutsche Jungfrau stehen, unzugänglich, unversucht. Man kann sich vorstellen, mit welcher Genugtuung im Norden bei jungen Deutschland solche Gedichte registriert wurden, weil sie eigentlich das Vorurteil nur bestätigten. Es handelte sich eben nicht nur um Klischees, vielmehr war in der Realität eine Entwicklung im Schwäbischen vor sich gegangen, eine Entwicklung zu äußerster moralischer Strenge und auch Enge. Wenn nach der Ursache gefragt wird, dann wird im Allgemeinen sehr schnell das Schlagwort Pietismus aufgefahren. Nun war der Pietismus nicht so verbreitet, wie das oft angenommen wird. Man rechnet, dass etwa zwischen 5 und 10% der Leute als Pietisten bezeichnet werden könnten. Aber die puritanische Gesinnung im ganzen Land wurde religiös gesteuert und durchdrang tatsächlich die ganzen Bevölkerungsschichten mit einer engen Moral. Damals entstand das Bild vom gemütlichen Schwaben, wobei gemütlich damals noch nicht zur Sofaeige tendiert. Es umfasst auch Ordnung, Fleiß, Moral, aber jedenfalls nicht Weltoffenheit. Gemütlichkeit steht der Biederkeit sehr nahe. Wenn Lenin von den Deutschen gesagt hat, dass sie, wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen, zuerst einen Bahnsteig lösen,
Und dann wurde das in erster Linie auch auf Schwaben in ähnlicher Weise gemünzt. Die Schwaben haben danach eine bittere politische Haltung und, das ist wichtig, dieser bittere Blick wurde auch auf die eigene Geschichte geworfen. Was in dieser Geschichte nicht konform war, nicht staatstragend, das wurde weithin ausgeblendet und uminterpretiert und das galt bis in die jüngste Vergangenheit. Ich will das ganz kurz an vier Stationen verdeutlichen. Der Bauernkrieg im 16. Jahrhundert hatte wichtige Zentren im Schwäbischen und er spielte auch in Stuttgart eine Rolle. Damals saß der Künstler Jörg Rathgehl im Stuttgarter Rat und er wurde zum Kanzler der Bauern gewählt. Er nahm teil an den Kämpfen, er wurde bei Pforzheim gefangen genommen, zum Tode verurteilt und gevierteilt. Damals hatte er bereits den Altar in Herrenberg, den berühmten vierflüchtigen Altar, Herrenberger Altar, gestaltet. Dieser Altar ist nicht mehr in Herrenberg zu finden. Er wanderte 1891 in die Staatsgalerie, nicht etwa mit Rücksicht auf den größeren Besucherstrom, sondern, so steht es im Protokoll Herrenbergs, mit Rücksicht auf die teilweise unschönen Bilder, die Rahe geschneidet hatte. In diesen Bildern war natürlich indirekt Rathgehls Kampf und Rathgehls Ende enthalten. Als Hauptkriegshaber nach dem Krieg für Pforzheim eine Einladung erhielt, ein Bild zu gestalten, und als die Pforzheimer eigentlich erwarteten, dass er die Schmucktradition der Stadt aufnehme, gestaltete Kriegshaber unerbittlich eine Jörg-Rathgehl-Darstellung mit einer realistischen Darstellung der Vierteilung. Bald darauf stiftete Kriegshaber den Jörg-Rathgehl-Preis. Das wurde damals von der dpa in einer Meldung erläutert und es wurde damit auch gesagt, wer wie Jörg-Rathgehl war, nämlich Künstler und Ratsherr in Stuttgart. Kein Wort von seinem revolutionären Kampf und von seinem Ende. Zweites Beispiel, Friedrich Daniel Schubert. Ich habe ja vorher von ihm einiges zitiert. Schubert war es ja bekanntlich nicht vergönnt, friedlich, fröhlich unter seinen herzlichen Schwaben und Schwäbigen zu leben. Es ist bekannt, dass er 10 Jahre auf dem Hohen Asberg saß. Verfolgt man nun den historischen Umgang mit Schubert, so bekommt man den Eindruck, dass er gewissermaßen die Rolle eines Parademärtyrers übernahm. Vielleicht, weil es Ansätze zu seiner Bekehrung durch die Geistlichen gab, die in den Kerl zu ihm kamen, und weil er angeblich von allen widerspenstigen Gedanken befreit war, als er endlich aus der Gefangenschaft entlassen wurde, was übrigens nicht zutrifft, war auch nachher noch aufsässig. Erstaunlich ist aber, wie gründlich die Hunderten von Gefangenen vergessen wurden, die auch auf dem Hohen Asberg einsaßen. Das galt schon für Schubert's Zeit, als die Gegner des Absolutismus dort angeliefert wurden, als beispielsweise Marianne Birker, eine berühmte Sängerin, 8 Jahre auch ohne jede Verhandlung dort einsaß. Und Marianne Birker ist heute völlig vergessen. Es gibt auch nirgends eine Straße, die da genannt wäre. Dann kamen die Sympathisanten der Französischen Revolution auf den Asberg. In der Restaurationszeit Regierungskritiker wie Friedrich Liss. Dann die Angehörigen der Burschenschaft. Diese Zugehörigkeit wurde als Hochverrat bezeichnet. Danach die 48er und auch später noch viele politische Gefangene, die bis ins 20. Jahrhundert hinein auf dem Hohen Asberg landeten. Dritte Station, 1848-49. Dieses Ereignis wurde groß gefeiert im Jahr 1898. Damals ließen sich Minister von Bodyguards bewacht mit dem revolutionären Heckerhut fotografieren. Es gab eine regelrechte Erinnerungskampagne. Das war neu. Fast 150 Jahre hatte man die Revolution von 1848-49 kaum zur Kenntnis genommen. Man war bemüht,
diese Revolution, revolutionären Überströmungen weitgehend zu vergessen. In Reutlingen fand 1849 eine Pfingstversammlung der Revolutionäre statt, an der 20.000 Leute teilnehmen. Die Polizei hätte wahrscheinlich gesagt 10.000. Diese Versammlung war bedeutend und sie führte dazu, dass eine ganze Reihe von Württembergern dann nach Baden gingen und noch an dem Aufstand teilnahmen. Als 1893 die offizielle Oberamtsbescheinigung von Reutlingen erschien, wurde das in Kleinschrift vermerkt in einem Satz, dass eine solche Versammlung stattfand. Und es wurde hinzugefügt, dass keine Reutlinger dabei waren, was also nicht stimmt. Es waren eine ganze Reihe sogar berühmter Reutlinger dabei, die übrigens auch in keiner Straße eine Erinnerung gefunden haben, in keinem Straßennamen. Letztes Beispiel: Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 zog sich der württembergische König nach Bebenhausen zurück. Die Tübinger Bürgerwehr entschied ihr ein Reiterkorps. Es ist nicht so ganz klar, ob dieses Reiterkorps den König hätte bewachen oder schützen sollen, wahrscheinlich beides. Der König hat damals den Metzger-Obermeister Weidle aus Tübingen gefragt, ob er sich auf ihn verlassen könne. Und die Antwort war: jederzeit, Majestät, der Tübinger Bürger ist harmlos und königstreu, wenn er auch ziemlich demokratisch angehaucht ist. Nichts gegen den König, aber nichts gegen Metzgermeister Weidle. Aber es ist bezeichnend, dass diese Anekdote sogar Eingang in Schulbücher gefunden hat, dass dagegen von den Arbeitern und Soldaten reden, die es auch in Württemberg, auch in Stuttgart gegeben hat, eigentlich fast nie die Rede war. Den Soldaten reden, die sich gegen die Allmacht der Industrie gewandt haben und die mit teilweise radikalen Forderungen aufgetreten sind, die aber vor allen Dingen auch eine Ordnungsfunktion übernommen haben in der Notlage unmittelbar nach dem Krieg, die mitgewirkt haben bei der Demobilisierung der Soldaten und die die parlamentarische Demokratie zum Teil aktiv vorbereitet haben. Was ich gesagt habe, ist keine Kritik an der Geschichtswissenschaft. Die Historiker haben sich um diese Phänomene gekümmert. Klaus Schönhofen hat etwa über die Arbeiterräte in Württemberg gearbeitet. Es geht um das popularisierte Geschichtsbild und in ihm sind die Schwaben harmlos und herrschaftstreu durch die Jahrhunderte, obrigkeitsorientiert und, ich wiederhole mich, bieder. Natürlich ist das eine Gegengeschichte und diese Gegengeschichte hat Anerkennung eigentlich erst gefunden durch die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Widerstand. Diese Gegengeschichte ist weiterhin eine Geschichte des Scheiterns. Im Land und in der Gesellschaft haben diese Bewegungen nur wenig fassbare Änderungen hinterlassen. Es gab zwar, um noch einmal auf die 48er Revolution zu sprechen zu kommen, es gab in Württemberg die sogenannten März-Errungenschaften, aber schon nach wenigen Jahren sprach man ironisch von den März-Versprochenschaften, weil die ganzen, das ganze Entgegenkommen von der Regierung wieder zurückgenommen war. Aber auch wenn wenig unmittelbar konkret geblieben ist, die freiheitlichen Ideen sind ja noch nicht tot. Die Ausstellung des Bauzaums trägt den Obertitel Dagegen leben. Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Überschrift nicht hundertprozentig einverstanden bin. Dass hinter dem Dagegen ja immer respektable Ziele standen. Mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, mehr ökonomischer und politischer Einfluss. Man kann das als Wortlauterei betrachten, aber es gehört bekanntlich zum strategischen Politikmanagement
Gegenpositionen auf die bloße Verneinung herunterzuargumentieren. Und deshalb meine ich, man muss daran erinnern, dass die, die dagegen sind, fast immer auch für irgendwas sind.
Zaun. Zaun ist eine Form der Einfriedung. Er trennt zwei Bereiche dauerhaft oder auf Zeit. Durch eine menschengeschaffene Abgrenzung. Anders als eine Mauer oder Wand ist er jedoch im Prinzip transportabel und begrenzt durchlässig. Bezeichnung Bauzaun oder Baustellenzaun ist abgeleitet vom ursprünglichen Zweck, der Absicherung von Baustellen. Verzinkte Drahtgitterelemente mit Verbindung. Ein Zaun ist eine Form der Einfriedung.
Haltung entscheide. Es sei vielmehr die Aufgabe des Historikers, anhand der Tatsachen diszipliniert zu erzählen, was ich zugetragen habe. Dabei sei es nach eingehender und ehrlicher Prüfung des überlieferten Materials seine erste Pflicht, im Rahmen des Quellenmaterials zu bleiben. Unter Quellenmaterial hat sich Barbara Tuckmann vermutlich in erster Linie Akten vorgestellt, Berichte, Beschriebenes aller Art, aber sicher keine Bauzaun. Aber das muss uns nicht schrecken. Ein Bauzaun, dieser Bauzaun ist zweifellos überliefertes Material. Und wie manche normale Quelle erst einmal Buchstabe für Buchstabe entziffert werden muss, bevor man sie begreifen kann, muss auch er geprüft, gelesen, verstanden und interpretiert werden. Und unser Zaun ist ja nicht einfach ein Bauzaun, sondern er ist, um einen Begriff aus der Kunstgeschichte zu gebrauchen, eine Installation von über 2500 Elementen, hergestellt von vielen Menschen, die den Wunsch hatten, ihren Sorgen und ihren Ärger Ausdruck zu verleihen. Eine Demokratiequelle par excellence. Träger dieser Installation ist der Zaun selbst. Auch ihn kann und muss man entziffern. Wie ist er beschaffen? Welche besonderen Eigenschaften erkennt man? Man sieht, dass er erhöht wurde, an manchen Stellen sogar verstärkt und gedoppelt. Am unteren Ende kann man einen Durchkriegsschutz erkennen und am oberen die nachträgliche Erhöhung. Der gescheiterte Versuch, den Zaun während eines Schwabenstreichs durchzuflexen, ist ebenso sichtbar. Das Besondere an diesem Zaun aber sind die Zettel, Transparente und anderen Gegenstände, die an ihm befestigt sind. Auch sie sind Quellenmaterial, das zur Kenntnis zu nehmen und zu untersuchen ist. Da gibt es Zettel und Plakate, die offenbar spontan hergestellt und angebracht wurden. Daneben vieles, was offensichtlich schon daheim, zum Teil sehr aufwendig, gemalt, kollagiert, beschrieben und gedichtet worden ist. Es finden sich Einzelstücke, aber auch ganze Serien. Das Thema der meisten Exponate ist die Politikverdrossenheit der Demonstranten und offenbart das Empfinden einer gestörten Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten. Ohnmacht, Wut, Verzweiflung und Sprachlosigkeit werden thematisiert. Der damalige Ministerpräsident Stefan Marcus bekommt mit mehr als 300 Kommentaren, gefolgt vom Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Wolfgang Schuster, und Bahnchef Müdiger. Wir können alles, außer Hochdeutsch, steht unter vielen mit Bananen und Gurken verunstalteten großen Landesbahnen. Von den insgesamt 2600 Exponaten am Zaun sind einige wenige von Befürwortern. Wenn man die beiden Gruppen vergleicht, stößt man übrigens auf erstaunliche Parallelen. Gegner und Befürworter vereinnahmen den Begriff der Effizienz jeweils für sich, argumentieren hier beinahe gleich, obwohl sie zu gegensätzlichen Ergebnissen kommen. Zu Barbara Tuckmanns Bleiben im Rahmen des Quellenmaterials gehört auch die Untersuchung, auf welche moralischen Instanzen sich die Menschen berufen und welche Anleihen aus dem klassischen Bildungskanon sie benutzen, um ihr Anliegen vorzubringen. Dabei recherchierten wir natürlich auch die Originalzitate und machten dabei manch interessante Entdeckung. Lokale Natur- und Umweltschutzgruppen berufen sich zum Beispiel oft auf den Naturforscher und Entdecker Alexander von Humboldt. Das am Zaun verwendete Zitat „Habt Ehrfurcht vor dem Baum“ stammt allerdings nicht von ihm, sondern ist eine im Internet weit verbreitete falsche Zuschreibung. Auch eine genaue Betrachtung und Beschreibung der Materialien erläutert zusammen. So findet sich ein auf den ersten Blick undefinierbares Wollgeraffel am Zaun, das man als eine Form von Street Art ansprechen kann. Knitter-Graffiti
Stärke am Zaun angebracht wurden, ist nicht bekannt. Verschiedene Berichtungen, Beobachtungen und Film- und Fotomaterial deuten darauf hin, dass Teilnehmer des Christopher Street Days am 31. Juli 2010 im Anschluss an die Straßenparade erste Bänder und Blumen am Bauzaun befestigten. Der Zaun ist aber nicht so gleichmäßig gewachsen, dass man sich sozusagen archäologisch von der neuesten obersten Schicht zur untersten ältesten Schicht hinabarbeiten könnte. Von diesem Problem berichtet der Zaun selbst. Da gibt es einen handgeschriebenen Zettel mit einer Karikatur, auf dem steht: Zaunpflege. Dieses Bild hat hier gehangen. Ein anderer, stark vom Regen gezeichneter handschriftlicher Zettel warnt: Hier wird zensiert. Mein Wallpaper Number One ist schon abgerissen worden. Das Gefühl, dass der Streik auch handgreiflich gegen die Zettel und Plakate am Zaun ausgetragen wurde, wird an diversen Stellen thematisiert. Im Hintergrund spielte wohl immer ein Vorgang aus dem November 2010 eine Rolle. Damals hatte die Polizei Plakate abgehängt, die nach Meinung der Behörden den Beleidigungstatbestand gegen Bahnchef Rüdiger Grube erfüllen. Nachdem die Presse darüber berichtet hatte, wurde offenbar immer wieder von Führern und die Gegnern Plakate entfernt. Zum Schluss noch eine Bauzaunquelle, die für die Themen von Barbara Tuckman nur eine geringe Rolle gespielt. Der Film. Vieles, was sich auf dem Zaun selbst nur in Spuren wiederfinden lässt oder was man erschließen muss, zeigen Filmsequenzen. Eine Filmaufnahme von Hamm Ackmeier zeigt, wie ein Metallarbeiter aus Weiblingen, der regelmäßig nach Stuttgart kommt, um gegen Stuttgart 21 zu demonstrieren, einen Zettel an den Zaun hängt. Ich habe diesen Spruch hier hingehängt, weil ich mich von den Politikern übergangen fühle, sodass ich das irgendwann mal rächen muss. Er liest den Text vor. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Streitenden Chor, dessen vielstimmiger Gesang auch Dissonanz gibt.
sind wir zu großem Dank verpflichtet. Die Ausstellung wäre ohne Ihr Engagement nicht möglich gewesen. Großer Dank und große Anerkennung gebührt den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Ausstellung. Sarah Stuart, Sandra Jäger und Johannes Häusler. Sie haben sich das Ausstellungsthema ganz zu eigen gemacht und haben die vielfältigen Quellen und Objekte dokumentiert, recherchiert, analysiert und erste Schneisen in die großen Objektmengen geschlagen. Zudem haben Sie mit großem Einsatz und allergrößter Sorgfalt einen Katalog erarbeitet. Und das alles in sehr kurzer Zeit. Nana Just.
Hauptbahnhof.